Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Erste Folge am neuen PC vom regulären Let's Play. Ihr habt jetzt das Video schon gesehen, als ich da so ein paar Geheimnisse ausgeplaudert habe zum Thema Auflösung und so weiter. Ich werde das jetzt nicht mehr breit treten. Einzig und allein die Frage hätte ich noch, während ich jetzt zu dem Pictures-Dings da fahre, wenn ich es mal auf die Reihe kriege. Lange her, ich weiß. Ich habe jetzt nochmal am Mikro nochmal ein bisschen was umgestellt an den Settings vom Aufnahmeprogramm. Könnt ihr mir mal kurz fragen, ob es jetzt besser ist oder in der letzten Folge, beziehungsweise in der, naja, wie soll ich das sagen, in diesem Infovideo halt. Ich selber kann es halt ziemlich schlecht beurteilen, das ist ziemlich blöd, weil eigene Stimme klingt generell furchtbar, egal wie. Und ihr habt es gerade gesehen, dass ich hier mal einen schönen Drift gemacht habe an der Ampel, das war keine Absicht, sondern mein tolles Kabel vom Controller hat wohl einen Wackler und der deaktiviert sich immer mal wieder. Muss ich jetzt schnellstmöglich schauen, dass ich da einen Ersatz herkriege, weil so macht es auf jeden Fall keinen Spaß. Stell dir mal vor, mitten in der Schießerei oder wenn der vor den Cops flüchtest und dann fällt das doofe Ding aus und du stehst da und wirst über den Haufen geschossen. Ganz großes Kino. Naja, auf jeden Fall bin ich ziemlich happy, dass das jetzt alles so weit geht, abgesehen vom Kabel jetzt. Weiß zwar nicht, was die jetzt für Probleme haben, aber gut. Wir sollen zum... Jetzt geht's schon wieder nicht, ich kann kotzen. Wir fahren jetzt mal zum Pitchers, zu unserer Kneipe. Oder zu unserer Bar. Da ist wohl Randale und ich glaube, ich höre es schon schießen, deswegen rennen auch alle weg. Ja, die Ballers, die sind Baller Baller. Also wir haben ja jetzt Knaller Knaller und dann ist vorbei. So, weil es gibt ja immer so ein bisschen Bonuszahlung und so ein Zeug, wenn man eben dem Ruf vom Stellvertreter, weil ich bin ja eigentlich der Chef, in dem Fall Michael, wenn man dem nachkommt und dann eben dem Club hilft oder dem Laden, dann, weil wenn man es nicht tut, ich glaube, dann sinken die Einnahmen. Irgendwie so war's. So, den einen Bastard haben wir schon mal tot. Es ist, glaube ich, wirklich nur noch einer da. Den lassen wir natürlich nicht hinkommen. Bleib jetzt dran. Komm, du Bastard, bleib bloß hier jetzt. Ich hol dich. Ich hol dich. So, jetzt habe ich irgendwen anders erschossen, glaube ich. Bin natürlich die Cops auch nicht so geil. Aber ich krieg dich schon noch, Kumpel. Also dann komm, lass ich den nicht. Weil ich glaube, wenn du nicht alle tötest oder so, dann kriegst du irgendwie gar nichts. Beziehungsweise dann kriegst du eine nette SMS von deinem Homie hier, der sagt, du hast voll verschissen. Die Cops hinter denen auch her, oder was? Ja, ist hier überall Randale. So, jetzt passen wir auf. Alter, der blockt mich! Verschwinde! Alter, was Cocksacker. Ich hole dich als nächstes, du Pisser. So. Pass mal auf hier. Ne, ich muss echt schauen, dass ich da was herkriege, weil das ist echt ätzend. Ich darf den Controller oder meine Hand von der Neigung her nicht verändern, weil sonst das Kabel wieder wackelt oder rausrutscht am Controller selber. USB-Ports habe ich gecheckt, das ist eigentlich wackelfrei. Also das ist wirklich das Kabel oder wenn es ganz blöd läuft. Okay, ich kriege ihn glaube ich nicht mehr. Wenn es ganz blöd läuft, ist es die Buchse am Controller. Und das wäre halt dann echt ätzend. Da kannst du nicht einfach mal eine neue kaufen. Beziehungsweise kannst du schon, aber da musst du dich entweder auskennen oder du musst es einbauen lassen. Und dann zahlst du am Ende so viel wie für einen neuen Controller. Kannst du es auch sein lassen. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich die loswerde. Also alle habe ich nicht bekommen, aber immerhin bis auf einen jetzt alle. Dann ist es halt so. So schlimm wird das ja wohl nicht sein, oder? Nee, aber dann muss ich jetzt gucken. Vielleicht die nächsten Tage, gut, dann muss GTA noch mal einen Moment warten, aber das ist echt blöd gemacht. Jetzt, warte mal. Ist er das? Ist er da noch? Oh shit. Ist er das? Wo ist er denn? Tatsächlich! Oder? Er wehrt sich. Und mein Controller wehrt sich auch schon wieder. So, jetzt ist er tot. Reicht das? Gut, eventuell muss ich auch gar kein neues Kabel bestellen, fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich habe noch irgendwo eins. Das ist zwar ziemlich kurz geraten, aber scheiß drauf, solange es geht. Ich sitze ja keine 10 Meter vom Bildschirm weg oder so. Ein kurzes müsste da eigentlich auch gehen. Aber... das seht ihr ja dann. Aber wie gesagt, ich lasse es dann auch erstmal bei der einen Folge, bis ich was gefunden habe fürs Kabel.
ärgert mich jetzt zwar, weil eigentlich hätte ich gern mal 3-4 Folgen jetzt am Stück gemacht, dass da endlich mal wieder Programm da ist. Aber naja, das fällt mir natürlich jetzt erst auf. Ich habe den Controller davor nicht gebraucht. Ist echt ätzend. Wann habe ich das letzte Mal GTA aufgenommen? Mensch, das ist auch schon wieder 3-4 Wochen her. Da ging's noch. Aber vielleicht bin ich mit dem Pool irgendwie übers Kabel drüber. Ich weiß es nicht, aber es ist irgendwie total doof. Oh, shit. Das tut mir leid, ich hätte sie nicht damit belästigen sollen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Oder will er damit sagen, ey, du bist so unfähig, ich hätte es bloß nicht machen dürfen, ey. Man weiß es nicht. So, warte mal. Dann kann ich ja dabei mal checken, wie es denn mit den Aktien steht. Weil da habe ich jetzt irgendwie, ja, ich habe jetzt einfach drauf losgemacht und mir fiel gerade ein, ich habe da ja auch in diesem Gammel-Video vom letzten Mal noch ein bisschen rumgepfuscht. 35,3% Steigung. Ich glaube, dann lassen wir die Aktien erstmal noch ein bisschen drin. Ich muss halt das ein bisschen im Auge behalten, dass es nicht irgendwie wieder weniger wird oder so. Und ja, jetzt überlege ich gerade, was ich machen soll. Dann kann ich einfach mal switchen auf Trevor. Vielleicht kriegt man da noch so eine Freak-Mission durch. Aber story-relevantes Zeug, die sind dann meistens auch etwas fordernder zumindest. Das will ich nicht unbedingt machen, solange ich hier so ein ranziges Kabel habe. Achso? Bist du? Mit den Chinesen hat das nicht so, der Trevor, oder? Irgendwie... Ja, nee. Also so eine richtige Freundschaft kommt da irgendwie nie bei raus. Bei Frauen von irgendwelchen Mafia-Bossen auch nicht. Naja. Scheiß drauf. So, immer Mucke aus. Tschüss. Und wen können wir denn besuchen gehen? Den Josh ist das der, das ist glaube ich der Immobilienfreak, ne? Wenn ich jetzt nicht total daneben liege. Egal, wir gehen hin. Werden wir ja dann sehen, wer es ist. So. Ja, genau. Geh weg. Danke. Ich muss es mal schauen. Also in der nächsten Folge will ich dann auf jeden Fall storytechnisch was machen. Da haben wir die Auswahl mit Michael, entweder zu Solomon oder zu... Ich hab's vergessen. Ah ne, das wäre der East schon, also der Überfall. Das große Ding. Nicht falsch verstehen. Aber, ja, wie gesagt, etwas limitiert gerade, deswegen lasse ich das. Aber, dann habe ich das zumindest mal geklärt. Es war ja auch lang, das hat lang gedauert, die Soundeinstellung wieder einigermaßen anzupassen. Was? Das ist dein Ernst? He's a white trash lunatic. I don't know what else to tell you. Here he is right there. Tony! Where's your wife? You owe me. Officers, here he is. This man is insane. He destroyed my house. Whoa! Hey! No, wait a minute. You asked me. He's ruined my life. He's a stalker. He's an epsilonist. Yeah, get him. Oh, scheiße. Freeze. Häng die Bullen ab. Ja, okay. So, abgehängt. Und du kleiner Bastard, ich hol mal gleich wieder. Wiener Cousins, ernsthaft? Nein, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ja, ja. Du bist der Nächste, mein Freund. Und dieses Mal zündet man nicht nur das Haus an, sondern dich gleich mit. Ein billigen Anzug. Bestimmt auch geklaut. Das ist richtig, er findet alle, selbst die Toten, die nicht tot sind. Michael, der ist nicht tot. Den hat er auch wieder gefunden. Jetzt muss ich den Bus irgendwie loswerden. Ich hoffe, dass das blöde Kabel hält. Weil das wird richtig blöd, wenn ich jetzt hier rummanövriere. Ich kann ja so schon nicht fahren. Aber hey, wenn ich jetzt Scheiße zusammenbaue, dann kann ich es aufs Kabel schieben. Geil. Wobei, ihr kennt meinen Fahrstil, als das Kabel noch funktioniert hat, war es auch nicht besser, ne? Ich glaube, ich habe mich verraten. Verdammt. Nee. Okay. Achso, die Planung ist es tatsächlich. Mein, im Moment ist Overwatch das Nonplusultra. Das einzige, was ich gerade wirklich effektiv und lange streame. Und zwischendurch mal ein bisschen Heroes. Diablo jetzt seit einem neuen PC noch gar nicht. Aber der Manu und ich, wir haben uns schon überlegt, dass wir halt wirklich mal GTA Online spielen zusammen. Ein bisschen reinfinden und das Ganze werde ich dann auf jeden Fall streamen.
Und dann überlege ich mir halt, wie ich das weitermache mit ja, mit dem Capturing, dass ich eventuell entweder einfach so, wie ich es bei Overwatch gerade mache, dass ich die Runden exportiere einfach auf YouTube, oder ob ich separat gleichzeitig nur aufnehme und dann was zusammenbastel, oder aber die komplette Stream-Session online stelle hier. Ich habe keine Ahnung, was euch am liebsten wäre, könnt ihr mir mal sagen, weil ich kann mich da ja anpassen. Ich meine, Speicherplatz habe ich mittlerweile genug. Ich könnte da wirklich 5 Stunden streamen oder so einfach capturen und das ist auch kein Thema. Die Daten würden dann etwas größer werden, das ist auch klar. Aber naja, da müssen wir dann halt durch. Aber auf jeden Fall läuft jetzt alles soweit gut. Streaming hat auch wunderbar funktioniert. Habt ihr vielleicht am Wochenende gesehen, wenn ihr dabei wart. Und wie ihr jetzt auch seht, abgesehen vom Kabel, passt GTA auch. Also bin ich echt zufrieden, dass das so gut geklappt hat. Und wie gesagt, zur Stimme an sich, Feedback bitte. Und ja, mehr eigentlich erstmal nicht. Nee. Wenn euch was einfällt, schreibt es rein in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr meinen FAQ noch nicht gesehen habt zum Beispiel, da könnt ihr auch mal reinschauen und lauter so Dinge. Und dann werden wir schon sehen. So, und wenn ich schon mal beim Stream bin, kann ich es dann nochmal sagen, unten in der Beschreibung, unter Video und auch überall sonst findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Da könnt ihr mal reinschauen. Vielleicht gefällt es euch ja. Also wie gesagt, überwiegend Overwatch gerade. Dazu muss ich, glaube ich, auch noch ein kleines Video machen. Alter Schalter, da ist mir am Freitag noch was richtig Krasses passiert, aber das behalte ich erstmal. Für die, die es mitgekriegt haben, ist es eh nicht interessant, aber für den Rest halt mal die Spannung mal ein bisschen hoch. Das war noch am Tag, vor ich mein... Nee, dann war es sogar Donnerstag, glaube ich. Am Tag vor mein neuer PC kam, so in der Nacht praktisch. Er kam ja jetzt am Samstag und von Donnerstag auf Freitag, da habe ich gestreamt und Junge, Junge. Aber mehr sage ich dazu erstmal nicht. Jetzt hoffe ich, dass ich die Cops bald loswerde. Dann wird es erstmal eine kurze Folge, aber ich habe vor, die jetzt wirklich schnell zu rendern und gleich hochzuladen. Deswegen wollte ich eh nicht so lange. Da kommt mal die Ausrede mit dem Controller gerade recht, weil, ja, ist halt echt gefährlich. Und eine Mission brauche ich damit gar nicht erst anfangen. Jetzt im Moment geht's, aber hätten in den entscheidenden Situationen, wenn man dann auch mal die Hand ein bisschen bewegt oder so, dann geht's wahrscheinlich voll in die Hose und deswegen macht mein Auto erstmal Brecken. Ja, jetzt ist es passiert. Scheiße. Fahr jetzt. Nervt dich rum? Dein Ernst? Blöde Rotzkiste, kannst du nicht gescheit fahren oder was? Bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Na, auf der Straße reicht auch schon. Jetzt fahr doch! Oh Gott, die Kutsche macht's nimmer lang, ich seh's. Und der Controller auch nicht. Ach du Scheiße, ey, das Ding fällt gleich auseinander. Und das Kabel auch. Na, das ist ein bisschen blöd, aber nächstes Mal wird's besser, wenn's dann funktioniert. Also wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass es wirklich nur das Kabel ist. Beim Controller, naja, müsste ich halt einen neuen bestellen, aber da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Aber gut, wenn es nicht anders geht, dann steckt man halt nochmal ein bisschen mehr Geld rein. Das kommt jetzt darauf auch nicht mehr an. Fand ich eh geil. Ich wurde gefragt, ob ich mir den PC denn durch meine YouTube-Einnahmen und durch meine Donations von Twitch finanzieren konnte. Also, nein. Schön wär's, aber nein. Bei weitem nicht. Also mittlerweile reicht's vielleicht sogar für ein paar Taschenrechner, aber das war's dann auch schon. Ich weiß, die Vorstellungen gehen da recht weit auseinander, glaube ich, aber braucht noch mehr als ein paar tausend Abonnenten und Aufrufe am Tag, um sich mal eben einen PC zu finanzieren und ja. Nö. Nö, da bin ich noch sehr weit weg. Aber trotzdem interessante Frage, fand ich nett. Also ich muss zumindest ein bisschen grinsen. Gleichzeitig dann auch so, oh, schön wär's, warum? Oh Gott, nicht in den Kegel rein. Komm schon, Mann, du findest mich nicht. Oh ja, wenn's gut läuft. Die Sterne blinken schon, ich bin ja schon außer der Sicht. Oder aus der Sicht, nicht außer der Sicht, what the fuck? Nein! Oh mein Gott, er hat mich gefunden. Das ist ein Heli, der jetzt da kommt. Scheiße! Hör auf, mich zu schießen, Helikopter. Lieber ein Auto.
Gib mir ein Auto, gib mir ein Auto. Hey, hör auf jetzt! Push! Ich würde gerne einen Helikopter klauen, aber wird schwierig da hochzukommen, ne? Du bleibst hier. Das brauche ich. Gut, vielleicht nicht genau das, aber es erfüllt seinen Zweck. Es fährt. Oh Gott, der Controller dafür wieder nicht mehr. Oh Junge, ich kann kotzen. Könnte ich die jetzt endlich mal loswerden? Das Spiel will mich ärgern. Ich weiß genau, ey, guck mal, der Trottel hat einen Schrottcontroller. Ärgern wir mal ein bisschen und halten ihn noch hin. Ja, danke auch. Verschwinde! So, jetzt habe ich glaube ich mal kurz freie Bahn. Ich hoffe, dass ich sie loswerde jetzt. Na gut, der Heli kann halt abkürzen, das ist ein Problem. Wenn ich mal aus der Sicht von dem rauskommen würde. Ich glaube, das ist der einzige. Die einzige Streife, die mich noch so. Ne, okay, das Auto ist wieder da. Ich konnte nämlich gerade wieder nicht Gas geben wegen dem Controller-Kabel. Wer hätte es gedacht? Ach, verpiss dich. War ja wieder in die andere Richtung. Muss doch irgendwas geben hier. Muss ich mal eine kleine Höhle oder so oder ein Baumhaus, wo man sich mal kurz verstecken kann. Das wäre doch mal was. Alter, ich bin jetzt gerade echt genervt langsam. So habe ich mir das erste Video auf dem PC nicht vorgestellt. Komm schon. Fahr jetzt. Komm schon, Mann. Verpiss dich. Ich habe die Verkehrsdichte übrigens nochmal hochgeschraubt, wegen Grafikdetails und so. Das ist jetzt noch schlimmer mit dem Fahren. Nur mal so am Rande. Konnte nicht aufs Maximum stellen mit dem alten PC, der hätte es nicht gepackt, leider. Sichtweite habe ich auch stark erhöht. Aber ich bin jetzt bei 80% Auslastung von meiner Grafikkarte. Geht theoretisch noch mehr über Skalierung und so. Aber das habe ich jetzt erstmal gelassen. Man muss ja nicht übertreiben. Hey Jungs, langsam. Ja, pisst euch doch endlich. Was soll ich denn noch machen? Freikaufen wird schlecht gehen, die Ablassbriefe sind mittlerweile out. Komm schon. Ja, jetzt sieht's gut aus. Ich glaube, die sind irgendwo hängen geblieben, die Idioten. Vielleicht hängt da auch der Controller, Ne, ernsthaft, ich glaube, es sieht gut aus jetzt. Endlich. Sei denn, ich rase jetzt wieder irgendwo rein. Was kommt so eine Bekloppte? Das ist nicht dein Ernst, du Dreckshelikopter. Oh. Ich kotze. Und der Controller, natürlich, wenn es um die Kurve geht, da spinnst du rum. Gut gemacht. Was soll ich denn machen? Ich komm nicht weg, ums Verrecken nicht. Jetzt vielleicht, durch den Dreck. Ey, Alter, ich bin fast raus aus der Stadt. Gebt euch das mal. Was heißt fast raus? Ich bin raus. Ich bin schon hier fast in Trevorhausen. Nein, nein, nein. Brav. Ich krieg hier noch einen Anfall. Würdet ihr vielleicht die Güte besitzen und euch einfach verpissen? Das gibt's nicht. Hau ab jetzt. Gott, wo soll ich noch überall rumfahren? Solche Pimmelpiraten, ey. Würde ja gerne alle abknallen, aber da kommen ja immer noch mehr. Das hört ja nie mehr auf.
ich sag mal, die Richtung wechseln, weil der Heli tut sich da etwas schwerer, glaube ich. Oh mein Gott, doch nicht so. Hau ab! Jetzt! Oh, da kommt schon wieder ein Karren entgegen. Muss doch mal möglich sein, da jetzt wegzukommen. Oh Gott, ich bleib schon wieder irgendwo hängen. Jetzt könnte es klappen. Wenn jetzt nicht nochmal so ein drecksverfickter Heli irgendwo auftaucht. Oder die Cops von der Seite. Einmal um den Kegel rumfahren. Okay, das hat soweit auch noch geklappt. Da kommen die nächsten. Wieder ausweichen. Bloß kein Scheiß bauen. Oh nein. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ey. Weg mit euch. Komm, 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 komm. Ich habe echt keine Lust mehr auf die dämliche Verfolgungsjagd. Ernsthaft. Ich hab's geschafft, ich glaub's nicht. Nach 10 Stunden gefühlt. So, rufen wir uns an oder nicht? Scheinbar nicht. Ach, der wird sich schon melden. Gut, dann lasse ich das erstmal gut sein und wie gesagt, nächste GTA-Folge dann erst, wenn ein gescheiter Controller da ist, beziehungsweise ein vernünftiges Kabel. Danke, dass ihr dabei wart. Denkt über die Fragen nach, schreibt es in die Kommentare und wie gesagt, sorry für das Rumgegimpel. Bis dann!